Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich habe euch in den letzten Videos gezeigt, wie ich Rosetten nähe, und zwar aus Hexagonen. Das war mein erster Versuch. Hier waren Y-Nähte, die sind mir ganz und gar nicht gelungen. Das ist ein Probestück, wird nicht weiterverarbeitet. Das war mein zweiter Versuch, auch sehr lehrreich. Das hier war mein dritter Versuch. Da habe ich dann ein Stuhlkissen daraus genäht. Auf der Rückseite ist, es handelt sich immer um eine Kinderbettwäsche, aus der diese ganzen Muster geschnitten worden sind. Und als ich damit fertig war, hatte ich immer noch ziemlich viele Stoffreste, aber keine interessanten Muster mehr. Dann habe ich diese zu Dreiecken zusammengesetzt und noch ein Stuhlkissen genäht, aber ganz einfach. Und von den letzten Abfallstücken ist dann noch ein kleines Nadelkissen geworden. Ich habe bereits angekündigt, dass ich aus dieser Kittelschürze hier nun eine blaue Rosette nähen möchte. Und das werde ich jetzt tun. Mir ist inzwischen aufgefallen, ich habe das hier Krebse genannt, aber ich glaube, das sind Langusten oder Hummer oder... Ich bin Süddeutscher, ich kenne mich nicht aus mit Schalentieren. Krustentieren, glaube ich, heißen die. Ich weiß, ich habe... Abonnenten auch in Norddeutschland, die werden sich jetzt wahrscheinlich totlachen über mich. Aber das macht nichts. Wie gesagt, das als nächstes. Ebenfalls verwenden werde ich diese Stoffe hier, die habe ich euch schon gezeigt. Die sind frisch gewaschen. Warum werden die gewaschen? Weil die so schmutzig sind? Nein. Die werden gewaschen auf 60 Grad, weil Stoffe beim Waschen manchmal eingehen. Und ich weiß ja nicht, wer die vorher wie gewaschen hat. Dass mit der auf jeden Fall, wenn ich das, ich nähe das ja kreuz und quer zusammen und sie gehen in alle Richtungen verschieden ein, dass mir da einfach keine böse Überraschung passiert, wenn ich das später dann auf 60 Grad einmal waschen möchte. Wobei ich diese Kissen nur, da ist das Schaumgummi drin, auf 30 Grad waschen werde. Aber man weiß ja nie. Also ich gehe auf Nummer sicher, ich wasche alle meine Stoffe, bevor ich nähe, auf 60 Grad. Dann habe ich in meinen Stoffkisten herausgesucht, Stoffe, die dazu passen, könnten, hauptsächlich Unis, aber auch dezent gemusterte, wie dieses Herrenhemd hier. Das ist weiß mit ganz schmalen blauen Streifen. Ich hätte gern mit dem Nähen dieser Rosette schon vor 3 Stunden angefangen, aber der Laptop hat noch gespeichert. Ich habe das letzte Video heute Morgen geschnitten und 2 Aufgaben gleichzeitig, das schafft er nicht, schon gar nicht bei dieser Witterung. Es ist ungefähr 30 Grad im Moment draußen. Während ich also diese Kiste gerichtet habe und dann schön abgedeckt mit einem Tuch, damit da keine Katze dran geht, damit nicht alles voller Haare ist, dürft ihr raten, was passiert ist. Ja, und nun möchte ich also beginnen. Ich möchte euch noch sagen, was ich jetzt gelernt habe beim Nähen dieser Übungsrosetten, nenne ich es mal. Erstens, ich habe begonnen mit Stecknadeln meine 6 Lagen Stoff aufeinander zu bringen. Das ist viel zu ungenau. Ich mache das mittlerweile mit Reigern. Ich werde es nachher nochmal ausführlich zeigen. Zweitens, es ist sehr hilfreich, wenn 6 gleiche Stücke Stoff entstehen sollen, diese gleichzeitig zu nähen, nicht nacheinander. Das vermeidet Fehler. Wenn man etwas einmal macht und beim zweiten Mal einen Stoff Streifen hier zum Beispiel verkehrt herum ansetzt, dass das Rote nicht rechts, sondern links ist, dann ist das einfach ärgerlich, dann muss man das abtrennen. Wenn man sich das in die gleiche Richtung auf den Tisch legt und alle 6 gleichzeitig macht, dann passieren da nicht so viele Fehler. Drittens, das Nähen von Y-Nähten hier, das spare ich mir, indem ich zuerst das Zentrum nähe, dann vom ersten Ring die Nahtzugaben umbügle und dieses dann von Hand aufappliziere mit Matratzenstich. Beim zweiten Ring habe ich das genauso gemacht. Also erst den ersten Ring aufs Hexagon und dann den zweiten Ring auf den ersten Ring. Dieses hier ist von Hand appliziert mit 3 mm Stichen. Viertens, ich habe teilweise begonnen mit meinen Papierschablonen, also Paper Piecing zu nähen. Das war hier bei diesen Streifen nicht sehr hilfreich. Das war teilweise ungenau. Also wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, der schwarze Streifen hätte eigentlich weg sollen. Das, der sollte Nahtzugabe sein. Zum Teil kommt er ein bisschen heraus.
Wenn ich das ohne Papier genäht hätte, wäre es wahrscheinlich besser geworden. Ich werde also wahrscheinlich heute eher ohne Papier nähen. Fünftens, es ist sehr wichtig beim Zeichnen der Vorlagen eben fürs Papier, Paper Piecing, einen wirklich spitzen Bleistift zu haben. Ich habe einen Bleistift gewählt, den habe ich jetzt verbuddelt hier. Okay, ich finde ihn nicht. Also ich habe ihn so spitz angespitzt, wie es nur irgend ging. Und trotzdem ist die Bleistiftlinie, die er zeichnet, einen Millimeter breit. Also es kommt auf diesen einen Millimeter an. Dieser eine Millimeter ist das Schwarze, was ihr hier seht. Ich zeichne also, wenn ich eine 7 mm Nahtzugabe haben möchte, arbeite ich ja mit den Parallellinien hier. Ich lege es bei 6 mm an und mache dann eine Linie. Dann habe ich nachher 7. Und das war auch schon der letzte Punkt von meiner Liste. Mal sehen, was wir noch alles lernen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass ihr mich begleiten wollt auf meine Reise ins blaue Hexagonwunder. Bevor es losgeht, ich habe den Bleistift gefunden. Meine Hexagone sollen im fertigen Zustand in dieser Richtung hier 8 cm haben. Deshalb habe ich eine Schablone gezeichnet von 9,5 cm. Wenn ihr zweimal einen Dreiviertel-Zentimeter Nahtzugabe abzieht, bleiben 8 cm. Ich habe mir seit dem letzten Video eine zweite Schablone gemacht, indem ich diese einfach kopiert habe und dann bis auf einen Rand von 7 mm das Innere herausgeschnitten habe. Das ist die Nahtzugabe. Jetzt kann ich das so auf den Stoff auflegen und kann wunderbar sehen, wie nachher mein Hexagon aussieht. Das hier ist eine Schablone, wie das fertige innere Stück eines Hexagons, wie das Dreieck aussieht. Das ist jetzt hier allerdings ohne Nahtzugabe. Deshalb habe ich es dann nochmal gezeichnet. Das ist mit Nahtzugabe. So kann ich das auf den Stoff auflegen und dann weiß ich genau, was da drunter ist, ist nachher in meinem Zentrumhexagon. Und je nachdem, wie ich es zuschneide, es ist quasi zwei Schablonen in einem, entweder dieses gleichseitige Dreieck oder eben so eine Drachenform. Und nun fange ich an. Zunächst suche ich mir den Rapport an meinem Stoff und stelle sicher, dass ich tatsächlich 6 Stück oder mehr davon habe. Bei diesem Stoff ist der Rapport sehr klein. Ihr seht also hier dieses Tierchen und dieses Tierchen ist hier schon wieder. Ich habe also einen Rapport von 20 cm etwa. Es gibt Stoffe, da sind die Rapporte wesentlich größer. Also dieses eignet sich für dieses Projekt nun sehr gut. Ich suche mir jetzt 6 Stücke, die gut erhalten sind und möglichst groß. Also hier zum Beispiel fehlt ja schon wieder am Armausschnitt ein Stück. Hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt im Video, hier sind Verfärbungen im Stoff. Das möchte ich natürlich nicht haben. Das heißt, ich suche mir jetzt als erstes 6 gleiche Stücke Stoff. Und dazu schneide ich die Schürze jetzt erst einmal auseinander. Bevor es nun weitergeht, möchte ich euch zeigen, wenn ich etwas nähe, dann nehme ich den Stoff immer in eine Richtung und verdrehe ihn nicht oben und unten. Die Industrie macht das. Seit ich aus Alttextilien Patchwork nähe, weiß ich das. Und ihr könnt es daran sehen, dass dieses Tierchen einmal nach oben zeigt und einmal nach unten. Und das sind die beiden Vorderteile. Hier sind die aufgesetzten Taschen. Also etwas, das ich nie tun würde, die Industrie tut es. So, ich habe mich nun entschieden, wie ich mein Muster auseinanderschneide und ihr seht, ich schneide nicht unbedingt gerade. Ich habe hier so eine Kurve und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich dieses verwenden möchte und dieses vielleicht und dieses aber auch. Wenn ich gerade durchschneide, hätte ich dieses zerstört. Also mache ich hier so einen Bogen. Das habe ich nun hier gemacht und nun lege ich das so auf, dass das Muster hier passt. Es kommt jetzt auf einen Millimeter nicht an. Und dann schneide ich das so zu und lege das wieder hier drauf, sodass die Muscheln hier wieder ein Ganzes ergeben und schneide
das wieder zu. So, als nächstes werde ich die Stoffe jetzt bügeln. Ihr seht, hier sind noch Falten. Und dann werden die 6 Lagen aufeinander gelegt. Und zwar so, dass das größte unten ist und das kleinste oben. Also ihr seht, hier ist jetzt ein Armausschnitt. Das kommt auf jeden Fall nach oben. Ich habe hier meine 6 Lagen Stoff schön aufeinander gelegt. Das kleinste liegt oben. Ich werde mich zunächst um dieses Tierchen hier kümmern, um dieses und um dieses. Dieses hier werde ich später nähen, denn hier habe ich nur 4 Lagen und hier ist noch eins. Also das muss ich später noch abschneiden und hier drauf stapeln. Zunächst beginne ich nun mit diesem. Es ist nun absolut wichtig, dass dieses Tierchen genau 6-mal absolut millimetergenau aufeinander liegt. Und dazu suche ich mir nun einen markanten Punkt. Ich nehme mal diese Spitze hier. Diese Spitze hier. Ich habe hier ein Reihgarn gerichtet mit Knoten. Und nun steche ich durch den ersten Stoff genau an dieser Spitze, dann durch den zweiten Stoff, 3, 4, 5, 6. Nun stelle ich meine Nadel senkrecht. Lege die Stofflagen gut übereinander und ziehe durch und steche genau 1 mm daneben wieder heraus. Ich hoffe, ich war jetzt im Bild. Und dann wiederhole ich das mit einem zweiten sehr markanten Punkt, also zum Beispiel hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei den ersten 2 Stichen ist es manchmal ein bisschen schwierig, denn die Stofflagen liegen ja noch nicht aufeinander. Ab dem 3. wird es dann deutlich einfacher. Diese Prozedur werde ich jetzt wiederholen. Wie gesagt, für dieses Tierchen und für dieses Tierchen. Das gibt mindestens 10 bis 20 Stiche. Je mehr Stiche ich mache, desto genauer wird nachher mein Ergebnis. So, ich habe nun hier tatsächlich genau 20 Stiche gemacht auf diese Fläche hier. Ich habe mir hier mit Stecknadeln meine kürzeste Stofflage markiert. Hier unten ist noch eine kurze, meine Stofflage 5. Und damit ich da ja nicht am Ende, dass mir hier ein Eck fehlt, mache ich mir da eine Stecknadel hin. Das hier ist meine Schablone. Ich habe das jetzt mal hier mit einer Stecknadel aufeinander gesteckt, damit ihr das sehen könnt. Ich möchte jetzt also dieses innere Dreieck zuschneiden für mein Zentrumhexagon. Und das ist, diese Schablone ist hier außen ein kleines bisschen größer, das kann nicht schaden. Die lege ich nun auf, und zwar möchte ich dieses hier ins Zentrum nehmen. Das lege ich mir jetzt also auf. Es ist ganz knapp. Ich markiere mir mal die Richtung. Ich bin jetzt nicht im Zentrum. Ich bin nicht im Zentrum. Es ist nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Also außen muss auf jeden Fall alles drauf sein, also so weit wie möglich im Bild runter. Das ist die Richtung hier. So alles drauf. So müsste es gehen. 1 mm hoch. Also, ich denke, so müsste es gehen und so werde ich das jetzt zuschneiden. Ich schneide nicht über die gesamte Stoffbreite. Ich schneide nur so weit,
wie meine Schablone tatsächlich geht, damit ich mir nichts zerschneide. Jetzt bin ich verrutscht. Verrutschen sollte man nicht. Da ist, oh, da ist eine Stecknadel. So macht man sich seinen Messer stumpf. Das sollte man auch nicht tun. So, hier kann ich rausschneiden, denn das verwende ich nicht mehr. Hier sind ja sowieso nicht mehr alle Stofflagen vorhanden. Und dann schneide ich mir hier den Rest jetzt mit der Schere zu. Noch ein Fädchen. So, dieses hier habe ich mir gestochen, das möchte ich eventuell noch verwenden, deshalb habe ich hier nicht herausgeschnitten. Und nun seht ihr meinen ersten Ausschnitt, der soll also ins Zentrum. Das hier außen wird nicht gebraucht. Ich lasse es trotzdem mal dran. So, nun kommt der nächste Schritt. Alles, was ich jetzt kunstvoll zusammengenäht habe hier, wird nun wieder getrennt. Und wer sich es bis jetzt noch nicht vorstellen konnte, der wird jetzt sehen, dass das jetzt ein Muster gibt. Ist das nicht herrlich? Und das wird nun genäht, und zwar in zwei Paaren. Das hier aufeinander legen. Ganz exakt in der Mitte die Spitze. Ich stecke mir das, dass das nicht verrutscht. Und hier nähe ich das zweite Pärchen. Genäht wird mit einem 1,5 bis 2 mm langen Geradstich und in meinem Fall natürlich mit Hellblau. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe das genäht und zwar von der Außenseite bis zur Spitze ohne Verriegeln. Nun bügle ich es auseinander. Ganz wichtig, es wird nicht geschoben mit dem Eisen. Ich schwebe mit dem Eisen überhalb des Stoffes und drücke lediglich die Nahtzugabe auseinander und dann setze ich es auf. Und ich schiebe nicht. Mit dem zweiten mache ich es wieder so. Ich gehe nur so drüber, halte die Nahtzugabe auseinander und setze ab. Ein Schieben könnte die Stoffteile verziehen und das wäre sehr schlecht. So, nun habe ich zwei Pärchen und ich nähe jetzt jeweils ein drittes Teil hier an und achte darauf, dass ich hier vorne die Spitze genau auf diese Spitze lege. Hinten habe ich einen Flatterrand, darum kümmere ich mich überhaupt nicht. Und ich nähe jetzt wieder von der äußeren Kante, hier kann ich aufsetzen, so ein bisschen hinter der Kante, dann habe ich einen sauberen Nahtanfang und nähe bis hier vorne heraus. Und ich komme dann genau hier vorne in dieser Ecke heraus. Mit dem zweiten mache ich das genauso. Ich habe wieder genäht. Ich bügle wieder genauso vorsichtig aus wie zuvor. Na, das will nicht. So. Ich schwebe nur, ich setze ab.
Ich schwebe nur. Ich setze ab. Jetzt habe ich zwei Hälften und die bringe ich nur noch aufeinander. Ich gehe mit der Nadel hier an dieser Stelle, wo sich diese Naht mit dieser Naht trifft, genau hier durch, senkrecht. Und an der am zweiten Stück von rechts nach links, genau hier vorne an der Spitze. Und bring das senkrecht aufeinander. Und nähe jetzt diese Naht von einer Kante bis zur anderen. Rechtzeitig, ich komme genau mit meiner Nähmaschinennadel an diesen Punkt, wo jetzt die Stecknadel ist, die ich natürlich rechtzeitig vorher herausziehe. Ich habe das genäht. Ich bügle wieder auseinander. Schweben, absetzen, schweben, absetzen, schweben, absetzen. Jetzt kommt der spannende Moment. Dieses Zentrum ist mir gelungen. Es gelingt nicht immer so ganz perfekt. Und, was sagt ihr, ist das nicht herrlich? Ich liebe diese Technik. Und nun wird es zugeschnitten. Wo ist meine Schablone? Das ist die Schablone. 9,5 cm ergibt nachher fertig 8. Ich schneide so herum. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann es mit der Ecke auf die Naht legen. Dann habe ich hier außen, ihr seht es, dann habe ich hier so ein Dreieck, ein gleichseitiges Dreieck. Das möchte ich nicht, sondern ich lege die Mitte eines dieser Dreiecke auf meine Naht. Dann habe ich hier nachher eine Drachenform. Und nun richte ich das ganz genau aus. Also diese Naht hier muss hier an dieser Linie liegen. Und diese Naht muss an dieser Linie liegen und diese Naht muss an dieser Linie liegen. Das mache ich mir ganz ordentlich. Hier ist es verrutscht, hier passt es, hier passt es nicht ganz. Ja, so geht es. Und dann schneide ich das Ganze zu. Denkt nochmal drüber nach, ob es auch nicht verkehrt ist. Ich glaube, es stimmt. Aufpassen, dass die Schablone nicht verrutscht. Achtung, der spannende Moment. Aus Krustentiere kann man nicht nur Salat machen, man kann auch Blümchen daraus machen. Es gibt Leute, die sagen, Bauklötzchen seien ein Spielzeug für Kleinkinder. Ich sage, auch größere Kinder können damit spielen. Ich habe hier einen Rest eines früheren Unterhemdes. Das habe ich schon zerschnippelt, wie ihr seht. Und die Frage ist, finde ich hier 6 gleiche Blümchen, die ich verwenden kann? Da wird man leicht irre beim Schauen. Und deshalb nehme ich ein Bauklötzchen und lege es überall auf ein Blümchen, das gleich aussieht wie das andere. Und habe noch hier eins. Das hier geht nicht, denn das ist hier angeschnitten. Und mein sechstes habe ich irgendwo hingelegt. Also ich habe noch ein sechstes, das habe ich bereits abgeschnitten hier. Das liegt, glaube ich, hier unten drunter. Eiderdaus, wo ist es denn jetzt?
Also, wie auch immer, ich habe ein sechstes. Das ist aber gerade verschwunden. Ah, es liegt auf dem Boden. Hier ist das sechste. Also, hier ist das gleiche Blümchen. So, ich habe also definitiv sechs gleiche Blümchen. Die werde ich nun großzügig ausschneiden. Darauf achten, dass ich nicht, wenn ich das eine ausschneide, das andere beschädige. Und dann wieder genauso stecken mit meinem Reihgarn-Trick. Und dann wieder zuschneiden für das nächste Hexagon. Hier seht ihr mein gestecktes Stückchen Stoff. Ich habe da jetzt ringsrum, also die oberste Lage ist die kleinste. Ich habe da ringsrum mal jetzt ein Papierchen drunter geschoben, damit ihr die Kanten sehen könnt. Sonst sieht man das nämlich nicht gut bei diesem geblümten Stoff. Und das hier ist meine Schablone. Wenn ich die also jetzt da drauf lege, dann habe ich ungefähr eine Vorstellung. Es ist also deutlich kleiner. Ich werde also das Blümchen ins Zentrum eines Hexagons nehmen und außen noch andere Stoffstücke darum nähen. Ich schneide jetzt als erstes hier unten eine gerade Kante. Mein Lineal hat hinten Malerkrepp, damit es nicht verrutscht auf dem Stoff. Das mache ich jetzt nach Augenmaß, so dass es nachher so wird. Das kleinste ist hier. Schneide ich also jetzt so ab. Und nun schneide ich im rechten Winkel die Kanten seitlich ab. Und lasse das Teilchen so groß, wie es halt eben geht. Es liegt also jetzt hier mit dieser sauber geschnittenen Kante hier auf einer Linie meiner Schneidematte. Und ich schneide jetzt den rechten Rand. Und dann schaue ich, wo mein linker Rand ist. Kürzeste Stofflage. Das ist ja bereits zugeschnitten. Hier entferne ich wieder meine Reihfäden. Und hier habe ich mir Streifen geschnitten, 5 cm breit. Und die werde ich jetzt hier unten ansetzen. Ich mache es ungefähr in die Mitte. Die sind sehr viel länger. Man könnte den Eindruck gewinnen, die seien zu lang, aber das sind sie tatsächlich nicht. Und die werde ich nun hier so ansteppen. Mit allen. Ich habe 6 Teilchen genäht. Das ist meine Schablone, meine Zuschneideschablone. So ungefähr möchte ich es haben am Ende. Und jetzt muss ich diese Löcher hier noch füllen. Ich habe mir jetzt hier herausgesucht, ein kariertes Blau könnte ich verwenden. Hier ist noch ein helleres Blau. Und hier habe ich ein dunkleres Blau. Und das möchte ich jetzt so hier außen herum machen. Und ich habe mich jetzt für dieses dunklere Blau entschieden. Das kommt so da dran. Davon habe ich auch genug. Das reicht mir. Ja, das ist identisch. Okay,
Also, ich werde nun als erstes, dieses hier ist mein kleinstes Teilchen, das habe ich jetzt schon geprüft. Damit werde ich beginnen, das werde ich nun zuschneiden. Also so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ich möchte das so zuschneiden, dass ich hier einen Rahmen habe nachher parallel zu meiner Außenkante. Also nicht irgendwie so flach oder so steil, sondern genau so, wie mein Hexagon ist. Und das hat bekanntlich 60 Grad. Wie erreiche ich das? Ich falte dieses auf die Hälfte. Und dann lege ich es, dieses gestrichelte hier ist meine 60-Grad-Linie, mit der unteren Kante hier auf eine Linie hier der Schneidematte. Und zwar so, dass ich hier an der 60-Grad-Linie bin, hier mit dieser Innenecke. Ich glaube, so seht ihr mir. Also meine untere Stoffkante liegt an einer Linie. Die gestrichelte 60-Grad-Linie ist hier. Und da liegt nun das so an, dass ich hier genau, also das hier ist meine kürzeste Stoffstelle. Und das lege ich nun so an, noch einen Millimeter weiter. Ganz exakt muss das alles sein. Und dann kann ich an die 60-Grad-Linie mein Lineal anlegen. Und dann kann ich das hier abschneiden. Und dann nähe ich hier einen Streifen von meinem blauen Stoff an. Und auf der anderen Seite mache ich es dann genauso. Und natürlich mache ich das wieder gleich mit allen 6 Teilen, damit ich keine Fehler mache und damit das alles schön gleichmäßig ist. Thank you.
Es ist früher Sonntagmorgen. Gestern Abend habe ich die Technik heruntergefahren und Feierabend gemacht. Ich konnte es dann aber nicht lassen, doch wieder weiterzumachen. Es macht einfach süchtig und es macht unheimlich viel Spaß. Deshalb sind die letzten Aufnahmen keine Videoclips, sondern Bilder gewesen. Ihr seht, was ich da also gemacht habe. Es gefällt mir nicht. Also ich denke, das werde ich nicht da reinnehmen. Ich habe jetzt alle meine Stoffe dagegen gehalten. Ich habe sehr viel Unis. Das einzige Gemusterte, was ich habe, ist wirklich dieses. Und das sollte jetzt irgendwie so ein bisschen aussehen wie ein Blumenstrauß, aber das tut es nicht. Das heißt, ich habe keine solche spektakulären Muster wie dieses jetzt hier. Das heißt, ich muss mir meine Muster selber machen. Das Ganze ist mir aber zu blau. Ihr wisst, blau ist nicht so meine Farbe. Ich will es aber auch nicht quietschbunt machen. Also ich habe hier noch die karierten. Wenn ich das daneben halte, ich habe ja anfangs gedacht, das passt gut, aber das ist nicht rot und dunkelblau, es ist lila und dunkelblau. Und hier ist dann wieder grün mit drin, also dann wird es mir zu bunt. Und ich habe mir überlegt, aber nur blau ist auch nichts. Ich habe hier ein bisschen gelb drin. Ich glaube, ich muss in meine gelbe Kisten abtauchen und mal schauen, ob ich noch was Gelbes finde, was dezent Gelbes. Und das dann auch ganz sparsam einsetzen. Blaue Unis und so hellblau kariert von Herrenhemden habe ich ja ganz viele. Und dann werde ich Muster machen und dann wird das Paper Piecing jetzt eben doch werden.